ist es zu laut für ein ordentliches Zahnrad zum Reingehen. Aber ich möchte über die Rolle von großen Versammlungen und Regimewechseloperationen sprechen. Okay, einer der Gründe, dass das Außenministerium und die Central Intelligence Agency, wir sind große Fans davon, Konzerte und Massenveranstaltungen zu organisieren. In Deutschland und in Italien und an anderen Orten während des Kalten Krieges war das Menschenbekommen in eine riesige Veranstaltung auf der Straße. Irgendwo 100 oder ein paar hunderttausend Menschen. Alle zusammen. Musik überwindet Unterschiede. Siehst du, sie haben ein großes Problem. Wenn es darum geht, eine Stimmung für Regimewechsel zu schaffen, weil oft die Koalitionen zusammenkommen, hassen sich gegenseitig. Also Orange, sie entwickelten eine Technik, die sie anfingen, raus mit ihm zu nennen. Was darauf abzielt, nicht um das zu vereinen, was Menschen gemeinsam haben, sondern darum, sich um das zu vereinen, was sie alle hassen. Und das Schöne an Musik ist, man muss nicht mal eine gemeinsame Botschaft haben, solange man irgendwie zusammen wie ein Magnet ausgerichtet ist. Und es gewöhnt dich daran, auf der Straße zu sein. Und jetzt, wenn du einen westlichen Musiker hast, trennt dich das automatisch von der östlichen Musik aus China, Russland und anderen Orten. Es schafft automatisch einen kulturellen Trennpunkt, um Menschen zu einer euroatlantischen Achse zu ziehen, wenn sie Taylor Swift hören. Oder wenn sie Moby hören, hören sie keine russische Musik. Sie hören nicht auf Chinesisch. Sie hören keine kubanische Musik, obwohl die CIA Fortschritte gemacht hat, um kubanischen Rap zu beeinflussen. Ziemlich reichlich durch die National Endowment for Democracy, die kubanische Kunstkollektive fördert. Also wenn du diese großen Kunstfestivals hast, sind sie eine erstklassige Gelegenheit, um Menschen in eine kulturelle Affinität zu ziehen, die später mobilisiert werden kann. Diese Menschen nehmen viel wahrscheinlicher an Massenprotesten teil und große Ereignisse, um auf die Straßen zu gehen. Wenn sie bereits daran gewöhnt sind, gemeinsam zu großen Konzerten und ähnlichen Veranstaltungen zu gehen, besonders an Orten, die kulturell unterdrückter sind. Wo man diese nicht so oft hat, es ist heute ein kurzer.